begrüße Sie ganz herzlich, liebe Wetzikerinnen und Wetziker. Ich freue mich, dass ich als Präsidentin vom Grossen Gemeinderat den Ballwort an Sie richten darf. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit nehmen, heute zusammen mit dem Stadtrat das alte Jahr auszuleiten und das neue Jahr willkommen zu heißen. Stadtpräsident Rudi Rüfenacht, eine fulminante Rede haben Sie gehabt. Mutig, gehaltvoll, eloquent. Es war zum Teil rückblickend, aber jetzt in den nächsten Monaten, was wünschen Sie sich für das neue Jahr? Ich wünsche mir, dass die Diskussionen, die wir jetzt hatten, mit dem auch abgeschlossen sind, dass wir jetzt wieder zusammenarbeiten und dass wir die vielen, vielen Aufgaben für Wetzigen gemeinsam erledigen. Unangenehmes Ansprechen, warum ist das so wichtig? Ja, das ist wie in der Firma. Wenn Menschen miteinander arbeiten und nicht schlagen miteinander, wenn es Differenzen gibt, dann sollte man das sofort ansprechen. Und wir sollten dann miteinander Lösungen finden, wie man miteinander umgehen kann und zusammen arbeiten. Und wenn man das nicht macht, staut sich das auf und es wird immer schlimmer und am Schluss haben wir eben Scherbenhaufen, wie wir das jetzt erlebt haben. Das neue Jahr hat gerade angefangen. Willi Hess, was wünschen Sie sich, dass das Jahr anders wird? Ja, also für mich steht Gesundheit im Vordergrund. Ganz wichtig. Ich mache schon lange ein bisschen mit meinem Rücken auf und ab und jetzt bin ich fest dran, um das in die Torne zu bringen. Das steht im Vordergrund. Und was darf jemand für Sie machen, dass das Jahr besser wird? Also ich selber muss einmal bei mir anfangen. Und wenn jeder bei sich anfängt, ich glaube, dann kommt es gut. Perfektes Motto für das Jahr. Alles Gute, Willi Hess. Ich glaube, es wäre schön, dass man einfach wieder Mut hat und wirklich Projekte angeht und Sachen aufgleist und ja, so ein bisschen eine Unbeschwertheit auch annimmt und Sachen angeht. Und vielleicht ja, ein bisschen mehr positiven Mut. Das wäre noch gut. Wobei, das ist ein Wunsch, den ich alle Jahre habe. Das ist nicht ein neuer. Was wünschen Sie sich für das Jahr? Für das Jahr, ja, dass ich dann mal den Wechsel gut überstehe. Vom Berufsleben, vom Aktiven, nach 40 Jahren Berufsschule, dann zurück eigentlich ins pensionierte Dasein. Ich wünsche mir vor allem für Wetzikon endlich ein Stadtzentrum und mehr Läden. Das ist also das, was mich am meisten belastet in Wetzikon. Und Restaurant, wir haben nichts mehr. Irgendwo, die Alten haben keinen Treffpunkt mehr. Und an wen richtet Sie diesen Wunsch? Das Parlament und den Stadtrat, dass endlich Sachen stadtentwicklich sind, in Oster mal endlich etwas passieren wird. Das Jahr 2018 hat gerade angefangen. Was wünschen Sie sich für das Jahr? Ich wünsche mir, dass wir in der Politik, allgemein in der Politik und speziell natürlich in Wetzikon, dass man ein bisschen mehr zum Miteinander findet und dass man Minderheiten mehr einbindet und nicht einfach darüber stimmt, weil ich bin überzeugt, dass man, wenn man die Minderheiten einbindet, dass man bessere Lösungen findet, breiter abgestütztere Lösungen findet, Lösungen, die der Bevölkerung insgesamt mehr dienen. Und was wünschst du für das Jahr? Ja, die gleiche Gesundheit, die ich noch habe und einfach so.